Hallo Freunde, heute möchte ich einmal mit eurer Hilfe testen, ob YouTube und vielleicht auch andere, schauen wir einmal, ihren Algorithmus so drauf haben, dass dieses Video jetzt 1 Million Views bekommt, weil ich werde jetzt, und ihr versteht ja, wenn das Sarkasmus ist oder ehrlich gemeint, wir werden jetzt testen, was passiert, wenn ich sage, Freunde, lasst euch alle impfen. Freunde, bitte, bitte lest, wenn ich irgendetwas sage über die Corona-Impfung, die Hinweise der Weltgesundheitsorganisation. Ich hoffe, ihr müsst nicht lachen. Ich musste vorhin lachen, als wir hier im Team über den Herrn Lauterbach gesprochen haben. Und ich habe gesagt, ich kann mich nur an eins erinnern. Und zwar an den Lauterbacher Strolchkammenbär. Wer von euch kennt den noch? Ich habe den als Kind sehr gern gegessen. Und das ist das Einzige, was ich in Verbindung bekomme. Und deswegen, wenn ich über Herrn Lauterbach spreche, kommt mir immer der kleine Strolch in den Sinn. Ja, ich würde gerne ein bisschen fachsimpeln darüber, ob wir jetzt nun eine Phase der Ruhe bekommen oder ob wir jetzt vielleicht wirklich daran denken können, unser Leben normal weiterzuführen und Corona der Vergangenheit angehört. Wir wissen, dass grundsätzlich alle Viren das Ziel haben, sich so schnell und so ungehindert wie möglich zu vermehren. Sie brauchen viele, viele Wirte. Sie wollen die Wirte nicht töten. Also grundsätzlich wird jedes Virus immer ungefährlicher. Wir sehen es jetzt mit der Omikron-Variante. Und dafür aber immer infektiöser. Das heißt, es werden immer mehr Tricks ausgepackt vom Virus, wie er sich dem Immunsystem entziehen kann. Und auf der anderen Seite wird er immer ungefährlicher, also immer weniger Leute werden daran sterben. So ist der Plan gewesen. Und im Grunde genommen muss man sagen, jetzt gerade nachdem die Europäer ja beschlossen haben, dass sie uns noch ein weiteres Jahr beglücken werden, mit dieser europäischen Impf-App, ist es einfach so, dass die Chinesen doch recht gehabt haben. Denn schon 2020 haben die Chinesen gesagt, 2023, bis dahin wird das Coronavirus uns auf jeden Fall beglücken. Die haben einen ganz guten Riecher gehabt. Ja, so könnte man sagen. Und hier ist die Olli-Werbeeinblendung. Das machen wir nämlich so, damit es nicht für euch zu laut wird. Geht doch bitte auf meinen Instagram-Kanal und schau dir dort mein Video an mit den 4 Schritten für erfolgreiches Trading. Vielen Dank. Also Fakt ist jetzt folgendes. Die ersten Staaten hören mit allen Maßnahmen auf, weil sie sehen, dass trotz extremer Anstiege bei den Fällen, bei den Dänen zum Beispiel, ist es ja 20% der Bevölkerung müssen eigentlich in Quarantäne sein. Die haben so viele Fallzahlen, dass sie sagen, es ist total sinnlos und das Krankenhaussystem ist nicht überlastet. Also lass uns doch einfach mal probieren ohne. Ja? Die Engländer machen dasselbe, da könnte es politische Gründe haben. Die Finnen haben es schon gemacht und ich glaube Norwegen auch. Ja, und vielleicht ja irgendwann auch wir in Deutschland. Die Frage ist, wann? Und da fällt mir wieder der kleine Strolch ein. Also, ich habe mir die Freude gemacht, einfach mal nach den Zahlen zu gucken. Und habe festgestellt, dass in Deutschland es irgendwo um die 200.000 Fälle täglich gibt. Was natürlich eine ganze Menge ist, dass es unwahrscheinlich hohe Quoten gibt bei den positiven PCR-Tests. Da sind wir irgendwie bei 40%. Zum Vergleich, hier in Zypern haben wir 2%. Wir testen natürlich viel mehr. In Deutschland wirst du, glaube ich, erst dann getestet, wenn wirklicher Verdacht vorliegt. Hier wirst du einfach mal getestet, damit du überhaupt arbeiten gehen kannst oder sonst wie. Dass es da trotzdem teilweise die Leute geimpft sind, müssen sie das machen. Und das ist also noch restriktiver, als das sonst wo ist. Ja,
Und dann habe ich geguckt, wie sieht das eigentlich mit den Betten aus? Es heißt ja immer, oh, Situation für den Krankenhaussektor so schwierig und hin und her. Wir kennen das Problem, dass die Betten insgesamt abgenommen haben in Deutschland und die Situation heute, na ganz ehrlich, ist es schon 2 Tage her, die Daten sind 2 Tage alt, ist so, dass im Moment 2.297 Leute auf Intensivbetten liegen wegen Corona. In den Intensivbetten ansonsten in Deutschland, wegen aller möglichen anderen Krankheiten, liegen 16.100. Das bedeutet also, irgendwie ein Achtel ist wegen Corona am Start. Dann steht auf dem Spiegel auf der ersten Seite Situation Corona in Deutschland. Und da steht dann, dass die Betten 86% belegt sind. Sage ich, okay, 86% belegt, da geht ja nicht mehr viel. Dann gucke ich mir aber die Zahlen an, die man ja sowohl beim Robert-Koch-Institut als auch bei Statista nachlesen kann. Und dann steht aber da, dass es im Augenblick 3.427 freie Betten gibt. Das sind aus meiner Sicht mehr als diese 14%, die angeblich nur belegbar sind. Also, wenn ich 2.297 drin habe und ich könnte noch 3.427 einlagern, dann sind das mehr als 14%. Zusätzlich gibt es aber noch eine Reserve von 8.270, eine sogenannte Notfallreserve. Das bedeutet, dass wir im Grunde 11.700 Betten noch frei hätten. Und das bei jetzt Rekordzahlen von Corona-Fällen von bis zu über 200.000 pro Tag, da kann ja so viel Schlimmeres nicht mehr kommen. Ja, es wird also nicht mehr so viele Varianten geben können, die noch viel infektiöser sind. Ja, ansonsten lesen wir vielleicht das Wort und haben es schon. Und wahrscheinlich ist dann aber der Effekt so, dass du es gar nicht mehr merkst. Ja, es ist ja auch interessant, dass wir gerade hier zum Beispiel in Zypern testen wir wie die Weltmeister. Wir sind, glaube ich, die Weltmeister oder die Zweiten in der Welt mit dem Testen. Weil bei uns wird jeden Tag ein Äquivalent getestet von 8, 9, 10 Millionen Deutschen. Ja? In Deutschland, glaube ich, gibt es im Moment so circa 2 Millionen Tests täglich. Und die müssen verfünffacht werden, damit das so, und zwar täglich, jeden Tag, nicht einmal, dass die Testerei genauso gründlich oder idiotisch durchgeführt würde wie hier. Ich glaube daher, dass wir darauf hoffen können, dass irgendwann in den nächsten 2, 3 Monaten diese ganze Sache einen anderen Verlauf nimmt, als die meisten befürchten im Moment. Ich glaube nämlich, dass wir damit aufhören werden. Wir werden aufhören mit dem Testen, weil wir nicht mehr hinterherkommen. Wir werden aufhören mit 2G und 2G Plus und all diesem Kram, weil es in Anführungsstrichen fast jeder hat oder hatte und ja dann auch inzwischen immer mehr Leute geimpft sind und so weiter und so fort. In Deutschland sind wir jetzt deutlich über 70% mit den doppelt Geimpften schon, also immer noch per heute, mit denen, die vollständig geimpft sind. Und demnächst geht es ja dann irgendwie um, wie viele Monate das dann gilt. Und dann muss dreifach geimpft werden. Es gibt in Deutschland jetzt schon über 50%, die ihren Booster schon gehabt haben. Das heißt also, aus dieser Sicht gibt es dann auch keine Panik mehr, die zu rechtfertigen ist. Und hier ist die Olli-Werbeeinblendung. Das machen wir nämlich so, damit es nicht für euch zu laut wird. Geht doch bitte auf meinen Instagram-Kanal und schau dir dort mein Video an mit den 4 Schritten für erfolgreiches Trading. Vielen Dank. Was allerdings bleiben wird, und es gibt immer Leute, die das gut finden und Leute, die das weniger gut finden, so zum Beispiel ich, sind diese Apps mit Impfstatus, die ja voraussichtlich, wir haben ja schon einen biometrischen Personalausweis, einen biometrischen Reisepass, die darauf verschmolzen werden.
Darauf wird dann zusätzlich noch später ein neues Abkommen, nämlich dann, wenn unser Bargeld langsam ja, das Zeitliche segnet. Und dann können wir nur hoffen, dass wir immer schön Elektrizität haben. Ich habe mir schon überlegt, es gibt für den Balkon gibt es solche Solarplatten, mit denen du genug Strom erzeugen kannst, damit du dein Smartphone immer am Start haben kannst, sodass du dann Dinge bezahlen kannst und so weiter und so fort. Weil ansonsten bei Stromausfall ja du fast alles ja, verlierst. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, was willst du machen? Das wird übrigens noch eine sehr interessante Sache, auch mit den Elektroautos, weil was mir bisher noch keiner erzählen konnte, ist, was passiert denn zum Beispiel im Winter, wenn irgendwie starker Schneefall ist und die ganzen Elektroautos, die meisten haben ja gar keine Heizung, die stehen dann irgendwo rum. Ja, und wo und wie die dann da wieder aufgeladen werden, das hat mir noch keiner erklären können. Also von daher wird es dann auch sehr interessant zu sein, zu sehen, wie die Rettungsfahrzeuge dann dorthin kommen wollen und wieder wegkommen wollen mit den entsprechenden Batterien. Aber vielleicht hat unsere Umweltministerin ja da eine Idee. Ja, vielleicht kann sie sich da auch bei der Außenministerin Informationen holen. Die meinte ja, das könnte man in Anführungsstrichen alles so speichern. Ich freue mich darauf, auf diese neue Generation der Baerbock-Batterien und wünsche euch einen wunderschönen Tag mit der Hoffnung, dass es das letzte Corona-Video sein wird, weil Corona Geschichte sein wird. Ich freue mich darauf.